Liebes Tagebuch. Heiliger Strohsack, war das ein ereignisreicher Tag. Heute habe ich offiziell im Tempel zu Winsalt das Gespräch zur Feststellung der dritten Stufe der Erkenntnis erfolgreich abgeschlossen. Was für ein Weg, der mich nun zu meinem dritten Weihegrad als Nandos-Geweihte geführt hat. Ich danke dem Herrn Nandos jeden Tag meines Lebens, dass er mir die Pforten zum Weg der Erkenntnis eröffnet hat. Wenn ich diesen Weg noch einmal Revue passieren lasse, muss ich sagen, dass ich schon als Kind eine große Freude am Lösen von Rätseln oder beim Tüfteln und Herumprobieren in der Werkstatt meines Vaters empfand und stets den Wunsch verspürte, möglichst viel in Erfahrung zu bringen und zu verstehen. Schon damals muss der Herr Nandos mit Wohlwollen auf mich geblickt haben, denn er lehrt uns die Skepsis und den Zweifel, die es uns erlauben, den Ist-Zustand immer wieder zu hinterfragen und nach neuen Erkenntnissen zu streben. Immer schon erfüllte mich Wissensdurst und der Wille zu verstehen. Und besonders die von den durch mein Heimatdorf Naumstein reisenden Nandos-Geweihten gestellten Rätsel und Lehren erfüllten mich mit Freude. Und wie sonst sollte Nandos wohl einem seine Gunst erweisen, als durch das Glücksgefühl und die Freude, die ich empfinde, wenn ich mich Nandos gefällig verhalte. Zum Glück konnte ich auch meine Eltern davon überzeugen, dass sie mich im Alter von 15 Jahren in die Ausbildung in den Winsalter Tempel gehen ließen, wonach ich mit meinem Mentor Nanduriel Brigonetti als Reisende in die Lehren des Nandos eingeweiht und auf das Leben als Geweihte vorbereitet wurde. Der Tag meiner Weihe an meinem 19. Geburtstag war ein tief einschneidendes Erlebnis. Noch heute spüre ich wohlige Schauer über meinen Rücken laufen, wenn ich an diesen besonderen Tag zurückdenke, in dem ich mich und mein Leben, mein ganzes Sein in den Dienst meines Gottes Nandos gestellt habe, habe ich eine neue Tiefe in meinem Verhältnis zu Nandos erfahren. Ich bin nun ihm geweiht. Vielleicht ist es vermessen, aber dir, liebes Tagebuch, kann ich's ja anvertrauen. Ich hatte regelrecht das Gefühl, als würde Nandos mit Wohlwollen auf mich blicken und wollte mir immer mehr von der Welt zeigen und die Erkenntnis und das Wissen in mir vermehren wollen. Wie sonst ist denn dieses unbeschreibliche Glücksgefühl zu erklären, wenn ich neues Wissen erlange und meine Erkenntnis vertiefe? Das Schönste auf diesem Weg ist doch die stetige Suche nach neuem Wissen, nach dem tieferen Verstehen hinter den Dingen, das Hinterfragen des scheinbar Gegebenen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man damit zufrieden sein kann, alles als gegeben hinzunehmen. Immer wieder treffe ich auf Menschen, bei denen das so ist. Wenn man sie fragt, warum die Dinge auf diese Art gemacht werden und nicht anders, dann antworten sie, das wäre halt so und wäre auch immer schon so gewesen und sehen nicht den leisesten Bedarf, daran was zu ändern. Wie eintönig und wie schwer das dann doch sein kann, dass sie sich öffnen und bereit werden, auch mal was Neues auszuprobieren, eine andere Sichtweise anzunehmen. Man muss sie manchmal schon sehr überzeugen. Ach komm, nur mal zum Ausprobieren. Und es kann ja auch sein, dass die gewohnte Art die beste ist, die es gibt. Dass der althergebrachte Weg der ist, mit dem das beste Ergebnis erzielt wird. Aber das werde ich nie erfahren, wenn ich nicht die Alternativen ausprobiere und bereit bin, mich zu verbessern. Für manche Dinge in der Holzbearbeitung gilt das wohl, wie ich bei meinem Vater in der Werkstatt gelernt habe. Die althergebrachten Methoden sind wohl auch vielfach erprobt und haben ihre Wirksamkeit. Aber wir haben auch den ein oder anderen neuen Kniff ausprobiert, mit dem wir unsere Arbeit erleichtern und verbessern konnten. Und alleine die Möglichkeit des Findens dieser Verbesserung muss doch immer wieder ein Ausprobieren und Hinterfragen zur Folge haben. Also jedenfalls, wenn man mich fragt. Und ich glaube, dass es ein Geschenk des Nandos ist, das mir die Suche nach Wissen und Verstehen so viel Freude bereitet. Dieser Weg der Erkenntnis ist mühsam und kann auch manchmal frustrierend sein. Man gewinnt zwar immer neue Einsichten hinzu, lernt viel und verbessert sich stetig. Nur um dann mit jeder neuen Erkenntnis gleich ein neues, weites Feld zu entdecken,
auf dem man noch gar nichts weiß und noch sehr viel mehr entdecken kann. Diese Aufgabe des Erkenntnisgewinns wird wohl niemals wirklich abgeschlossen sein. Es gibt keinen Punkt, an dem man sich zufrieden zurücklehnen könnte, um ganz vom Lernenden zum Lehrenden zu werden und anderen zu Erkenntnissen zu verhelfen. Nein, sogar die weit Fortgeschrittenen auf dem Weg des Nandus haben bisher keinen höheren als den 9. Grad der Erkenntnis erreicht. Und dabei gibt's doch derer 12. Wie froh bin ich, meinen Weg mit Nandus gefunden zu haben. Gerade weil der Weg der Wissenssuche und des Verstehens nie zu Ende sein wird. Das ist der Sinn meines Lebens im Dienste des Nandus. Jede Erkenntnisstufe erschließt neues Wissen und verändert den Blick auf die Welt und führt dann wieder zu neuen Entdeckungen. Gepriesen sei Nandus, der uns mit seinen Rätseln ein tieferes Verstehen unserer Welt ermöglicht. Zum Beispiel bei meiner neuesten Erkenntnis, die mir heute den Aufstieg in den 3. Weihegrad gebahnt hat. Mir ist durch viele Gespräche auf meinen Reisen deutlich geworden, wie sehr ein jeder von uns durch sein Umfeld und seine bisherigen Erfahrungen vorgeprägt ist. Am besten lässt sich das Handeln und Denken anderer verstehen, wenn man sehr viel über ihre Hintergründe weiß und das mit in den Blick nimmt. Wo und unter welchen Umständen ist jemand aufgewachsen? Welche Erfahrungen hat er oder sie im Leben gemacht? Was war besonders prägend? Welche Personen haben eine große Rolle gespielt? Und wenn man dann ganz tief gehen will, muss man über diese auch noch was in Erfahrung bringen. Erinnerst du dich, liebes Tagebuch, wie wir diesen unsicheren jungen Mann trafen, der nicht imstande war, eine eigene Entscheidung zu treffen und eine Frage zu beantworten? Als ich später in seinem Heimatdorf die Mutter kennenlernte, war auf einmal alles klar. Dieser junge Mann hat wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie eine eigene Entscheidung treffen dürfen. Was für eine herrische Person, diese Mutter. Aber ich schweife ab. Für das tiefere Verständnis einer Person ist auch die bisherige Bildung und gegebenenfalls Vorbilder entscheidend. Je mehr man über eine Person weiß, desto besser lässt sich ihr Handeln und Denken erklären. Denn all diese Faktoren wirken mit an dem, wer wir sind und wie wir sind. Sie können uns auch helfen, den eigenen Denk- und Handlungsmustern auf die Schliche zu kommen und sie bewusst zu verändern. Es braucht die Reflexion der Prägung, gerade auch dann, wenn wir uns entwickeln und verändern wollen. In manchem können uns unsere Vorprägungen hinderlich sein. Es wird für diesen jungen Mann wahrscheinlich immer schwierig bleiben, Entscheidungen zu treffen, wenn er sich eines Tages von seiner Mutter lösen kann. Oft wird er sich ihren Rat herbeisehen und die Gewohnheit kann es schwer machen, dass er sich selbst etwas zutraut. Und gerade durch diese Vorprägungen, die jeder hat und die aber bei jedem anders sind, kann es sein, dass wir die Welt ganz anders wahrnehmen. Niemand kann völlig neutral Dinge wahrnehmen. Immer wirken unsere bisherigen Erfahrungen und unsere Persönlichkeit dabei mit, wie wir mit Neuem umgehen. Unsere Ansicht und Interpretation ist immer schon durch unsere Prägung in eine bestimmte Richtung gelenkt und geschieht auf der Grundlage unseres aktuellen Seins. Jemand anderes oder wir in einem anderen Lebensalter hätten die exakt selbe Erfahrung vielleicht völlig unterschiedlich wahrgenommen. Deshalb ist es unabdingbar, immer alle Hintergründe zu ermitteln. Die Geschichte des Ortes, kulturelle Bräuche, was immer man in Erfahrung bringen kann. Nur so versteht man andere Personen in ihrem Handeln und Denken wirklich. Daher kann es sehr gewinnbringend sein, andere Menschen nach ihren Ansichten zu fragen. Niemand kann ganz allein und aus sich heraus zu neuen Erkenntnissen kommen. Soweit war es ja bekannt. Aber man braucht die Anregung von außerhalb, die Offenheit, einen fremden Blickwinkel einzunehmen. Und dazu muss man sich auch der eigenen Vorprägungen bewusst werden, um sich der Wahrheit so weit wie möglich annähern zu können. Und erst dann beginnt man zu verstehen. Nandus in seiner großen Weisheit und Erkenntnis hat dies natürlich schon lange als Rätsel und Verstehensgrundlage in seinem Liber Enigmarum Nandi verborgen, auf das wir es als eifrige und aufmerksame Schüler entdecken können.
Ist doch immer wieder erstaunlich, wie sich aus dem, was ich erlebe, auf einmal neue Seiten in diesem Buch erschließen, das treuer Begleiter eines jeden Landesgeweihten ist und Maßstab unserer Entwicklung. Und so war es heute meine Aufgabe, anhand der Rätsel des Buches und meinen Erfahrungen diese Erkenntnis vor drei Geweihten im Tempel darzulegen, die selbst schon in höheren Weihegraden sind und daher meine Erkenntnis bewerten können. Wann immer wir auf unserem Weg das Gefühl haben, mit dem neu erlangten Wissen eine weitere Stufe der Erkenntnis erreicht zu haben, ist es an uns, uns im Tempel vorzustellen und unsere Erkenntnis darzulegen. Eine Erkenntnisstufe ist ja immer etwas Großes und Besonderes, das eine ganz neue Tiefe im Denken eröffnet. Vor einer solchen Prüfung sollte man vielleicht nervös und aufgeregt sein. Schließlich hat man auch von denen gehört, die wieder zurück auf die Reise geschickt wurden, weil die Erkenntnis nicht ausreichte, um einen weiteren Weihegrad aufzusteigen. Und doch war ich's nicht. Wie so oft, wenn es um erlangtes Wissen und erfolgtes Verständnis geht, war ich mir meines Wissens sehr bewusst und konnte erhobenen Hauptes vor die Prüfer treten. Ich habe meine Erkenntnis sachlich und gewandt vorgetragen. Und doch muss man mir auch meine Begeisterung und Freude angemerkt haben. Ich habe sehr wohl die lächelnden Gesichter und das anerkennende Nicken zur Kenntnis genommen, bevor ich wegen der Beratungen den Raum verlassen musste. Und wie erwartet, habe ich nun also die dritte Stufe zuerkannt bekommen. Und das mit 24 Jahren. Andere brauchen da ja viel länger. Ich danke dir, Nandus, immer wieder von Herzen, dass du mich so beschenkst mit deinen Gaben und mir die schnelle Auffassung und Erkenntnis zugedacht hast. Du leitest uns zur Reflexion und lässt uns die nötige Skepsis empfinden, die Dinge immer wieder zu hinterfragen und genau verstehen zu wollen, um es nach bestem Wissen zu nutzen. Du lässt uns Freude und Lust am Erlangen von Wissen empfinden, dass wir dann zu deinen Ehren für unseren persönlichen Erkenntnisgewinn nutzen und auch an andere Lernwillige weitergeben können. Ach Nandus, ich bin schon so gespannt, wohin der Weg weitergehen wird und was der morgige Tag wieder an Neuem für mich bereithält.